Funktion MySafety ermöglicht es Ihnen, eine Reihe von sicherheitsrelevanten Fahrerassistenzfunktionen in Gruppen zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die Liste dieser Fahrhilfen kann über Ihren Multimedia-Bildschirm OpenA-Link eingesehen und eingestellt werden. Gehen Sie in die Welt Fahrzeug, Fahrhilfen und wählen Sie dann die Registerkarte Sicherheit. Die Funktion MySafety verfügt über zwei Modi. Im Modus All-On können Sie mit einer Geste alle in diesem Modus verfügbaren Funktionen der Fahrhilfen aktivieren. Dazu gehören die akustische Warnung bei Übergeschwindigkeit, die Spurverlassenswarnung, die Fahrerwarnung und die Spurverlassenswarnung im Notfall. Beachten Sie, dass der Modus All-On bei jedem Anlassen des Fahrzeugs automatisch aktiviert wird. Die Lampe am Zündschloss leuchtet dann auf. Im Modus Benutzer definiert können Sie eine Gruppe von Fahrerassistenzfunktionen aktivieren, die Sie zuvor ausgewählt und eingestellt haben. Um den persönlichen Modus einzurichten, tippen Sie auf Ihrem Multimedia-Bildschirm auf Persönlich und dann auf MySafety Perso konfigurieren. Sie gelangen dann zu einer detaillierten Liste der Funktionen, die Sie aktivieren, deaktivieren und einstellen können. Diese Einstellungen werden in Ihrem OpenA-Link-Profil gespeichert. Um den persönlichen Modus zu aktivieren, drücken Sie bei eingeschalteter Zündung zweimal hintereinander auf diese Taste. Beim ersten Drücken erscheint die Meldung, drücken Sie erneut für MySafety Perso auf dem Armaturenbrett. Beim zweiten Drücken erlischt die Kontrollleuchte der Taste und die Meldung MySafety Perso ausgewählt wird auf dem Armaturenbrett angezeigt. Nun ist nur noch die von Ihnen ausgewählte Gruppe von Fahrhilfen aktiviert. Um wieder in den Modus All-On zu wechseln, drücken Sie einmal auf diese Taste. Die Lampe am Schalter leuchtet wieder auf und die Meldung MySafety All-On ausgewählt wird auf dem Armaturenbrett angezeigt. Alle Fahrhilfen des Modus All-On werden wieder aktiviert. Beachten Sie, dass die Funktionen Toter Winkelwarner, Antriebsschlupfregelung und aktive Notbremsung unabhängig von den Modi MySafety All-On oder Persönlich aktiviert und deaktiviert werden. Denken Sie daran, dass diese Funktion eine zusätzliche Hilfe ist, die Ihre Wachsamkeit als Fahrer nicht ersetzen sollte. Achten Sie immer auf die Verkehrsbedingungen und Ihre Umgebung.